Wie ihr bereits dem Titel entnehmen könnt, bereiten wir heute einen veganen Gyros-Teller zu. Dazu sei zu sagen, wenn ihr das plant, für Gäste zu kochen, dann sprecht doch bitte vorher ab, ob diese Ersatzprodukte essen und mögen. Und ob sie auch genau dieses Ersatzprodukt mögen. Für das Gyros nehmen wir veganes Geschnetzeltes, Olivenöl von handgepflückten Oliven. Bei anderen Oliven ist es häufig so, dass die Vögel beim Schlafen ja, einfach überrascht werden und ja, dann auch sterben beim Ernten der Oliven. Eine halbe rote Zwiebel, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Oregano, Kreuzkümmel, Chili und Thymian. Zu den veganen Geschnetzelten geben wir jetzt einfach nur das Olivenöl mit den Gewürzen und den Zwiebeln. Lassen das Ganze ein paar Stunden stehen, gerne auch 1 bis 2 Tage, gut durchziehen lassen. Mischen das jetzt durch. Das kann man entweder in einen Gefrierbeutel oder in eine verschließbare Dose geben. Und anschließend im Kühlschrank gut durchziehen lassen. Eine Ewigkeit später. Für den Tzatziki verwende ich den Alpro Skyr, ungesüßt, Natur. Der hat er riecht auf jeden Fall nach einem griechischen Joghurt, finde ich. Ihr solltet den auf jeden Fall am Anfang schon mal durchführen, weil er eine etwas, sagen wir mal, formstabile Konsistenz haben. So wird der schon mal etwas cremiger. Dann brauchen wir geraspelte Gurken, den Saft von einer Zitrone, 4 bis 6 Knoblauchzehen, je nach gewünschter Intensität und Größe der Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer. Und für die Gurken gehen wir hin und entfernen erstmal das Kerngehäuse mit einem Löffel. Und raspeln diese anschließend klein, legt euch am besten ein Tuch unter, weil das durchaus mal zu Sauereien neigt. Die Gurkenraspeln salzen wir jetzt etwas. Nun lassen wir die Gurkenraspel ca. 15 Minuten ziehen. Das Salz entzieht der Gurke nochmal etwas Wasser und tropfen das Ganze dann ab. Eine Ewigkeit. Die Gurken schütten wir jetzt einmal ab, drücken das Ganze noch ein bisschen aus und geben sie anschließend in den Joghurt. Des Weiteren geben wir jetzt noch die Knoblauchzehen dazu, den Zitronensaft, etwas Pfeffer und ein bisschen Salz. Und da wir die Gurken eben ja schon gesalzt haben und sie auch entsprechend jetzt salzig sind, nicht ganz so viel. Und jetzt noch umrühren. Und jetzt lassen wir das noch ca. 2 Stunden durchziehen oder am besten über Nacht im Kühlschrank. Eine Ewigkeit später. Für das Flanbrot benötigen wir backstarkes Mehl, Zucker, Salz, Olivenöl, Wasser, Hefe und zum Bestreuen Schwarzkümmel, Sesam und ein veganes Ei zum Bestreichen. Zudem noch etwas Olivenöl zum Ausreiben der Schüssel. Nun verkneten wir mit der Maschine alle Zutaten bis auf Sesam und Schwarzkümmel sowie das Ei 8 Minuten miteinander auf mittlerer Stufe, um einen weichen Hefeteig zu erhalten. Solltet ihr zwischendurch merken, dass der Teig zu sehr am Schüsselrand klebt, dann gebt am besten noch so 1 bis 2 Esslöffel Mehl dazu. Wir haben jetzt durch das lange Schlagen relativ viel Gas in den Teig eingearbeitet. Ich habe jetzt schon mal das Olivenöl hier mit reingegeben, den Teig leicht angehoben, damit das Olivenöl sich auch unten drunter gut verteilen kann. Obendrauf auch mit etwas Olivenöl gestrichen, damit der Teig nicht austrocknet. Und jetzt lassen wir ihn ca. 90 Minuten zugedeckt ruhen. Eine Ewigkeit später. Wir bemehlen uns jetzt als nächstes die Arbeitsfläche, lassen den Teig quasi aus der Schüssel herausgleiten. Bei dieser Menge halbieren wir den Teig jetzt einfach nur einmal und bringen die einzelnen Stücke in eine leicht ovale Form. Jetzt decken wir das Ganze wieder ab und lassen es nochmal ca. 20 Minuten gehen. Nachdem die Brote nun ein weiteres Mal gegangen sind oder beruht haben, bringen wir sie uns in eine gewünschte ovale Form, legen sie einzeln auf Backbleche. Wir können ruhig die ganze Breite des Backbleches einnehmen. Und da wir hier mit Ober-Unterhitze arbeiten, machen wir die Fladenbrote einzeln. Unser veganes Ei mischen wir jetzt nochmal mit etwas Wasser.
drücken wir die Fladen noch mit dem kleinen Finger etwas ein, also noch kleine Löcher. Gerade nur so, dass man den Boden damit berührt, aber kein richtiges Loch entsteht. Und bestreichen das jetzt mit dem veganen Ei und streuen anschließend Schwarzkümmel und etwas Sesam drüber. Lassen wir die beiden Teiglinge nochmal ca. 20 Minuten gehen, geben sie danach in den vorgeheizten Backofen. Alle Mengenangaben und auch die Temperatur findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das lassen wir dann ca. 7 bis 9 Minuten backen und dann wäre das Brot soweit fertig. Brote geben wir jetzt in den Ofen, nacheinander wie gesagt. Währenddessen schälen und schneiden wir uns jetzt noch eine Gurke und braten das Gyros an. Wir haben jetzt noch ein paar Cocktailtomaten gewaschen und ebenso kredenzt. Hinten ist das Fladenbrot schon geschnitten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.